Wenn du wirklich lebst, hier und jetzt lebst, kann dir der Tod nichts nehmen. Der Tod wird sogar zu einer neuen Gelegenheit, einer Öffnung, einer neuen Tür. Du hast deinen Freund geliebt, als er sichtbar war. Und du hast ihn so tief geliebt, dass du durch deine Liebe begonnen hast, das Unsichtbare in ihm zu fühlen. Dann nimmt der Tod den Körper mit. Auf der grobstofflichen Ebene ist der Körper nicht mehr als Hindernis da. Jetzt kann die Liebe vollkommen fließen. Du wirst dem Tod vielleicht sogar dankbar sein. Du hast die spirituelle Dimension deines Geliebten, deiner Geliebten, deines Freundes bereits entdeckt. Und jetzt nimmt der Tod das letzte Hindernis weg. Jetzt kannst du bis auf den Grund sehen. Der Tod gibt dir die Chance zu prüfen, ob du wirklich geliebt hast oder nicht. Denn wenn die Augen der Liebe nicht so weit vordringen können, dass sie das sehen, was nicht körperlich ist, dass sie das sehen, was über das Stoffliche hinausgeht, das, was unsichtbar ist, dann ist es keine Liebe. Dann sind es andere Augen, aber nicht die der Liebe. Liebe enthüllt immer Gott im anderen. Das ist die Definition von Liebe. Wenn du jetzt froh sein kannst, dann gibt es kein Nachtrauen, niemals. Ich sage nicht, dass du nicht traurig sein wirst, wenn ein Freund dahin geht. Aber es wird kein Nachtrauen sein. Und diese Traurigkeit wird ihre eigene Schönheit haben, eine Tiefe, eine Stille, die immer kommt, wenn du dem Tod begegnest. Diese Traurigkeit wird sehr meditativ sein. Sie wird etwas in dir enthüllen, was das Leben nicht enthüllen konnte. Das Leben bleibt oberflächlich. Der Tod ist sehr tief, wie Traurigkeit. Aber Traurigkeit ist nicht Nachtrauen. Traurigkeit hat ihre eigene Freude. Traurigkeit ist nicht Kummer. Traurigkeit ist einfach Tiefe. Traurigkeit bedeutet, das Denken hat aufgehört. Wie kannst du angesichts des Todes denken? Was soll das Denken angesichts des Todes? Wenn du traurig bist, heißt das lediglich, dass auf einmal das Denken aufgehört hat. Der Tod ist ein Schock gewesen. Er hat dich bis in deine Tiefe berührt. Du kannst nicht lachen, aber es liegt eine gewisse Freude darin. Eine Stille. Eine heilige Stille. Die Gewöhnlichkeit des Lebens ist vorüber und der Tod hat eine neue Türe aufgemacht, die Tür zum Jenseits.
Du wirst dem Tod dankbar sein, aber das ist nur möglich, wenn du jetzt lebst. Nur wenn dieser Moment in seiner totalen Intensität gelebt wird, in seiner völligen Ganzheit, nur dann ist es möglich. Sermons in storm, oh how time passes. We're here and then we're gone, and all that remains when we're free of our chains. Is the love we share. The love we share.